herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Let's Play World of Warships. Und dabei handelt es sich heute um ein Replay vom CRS 85 und der Zao. Ein sehr, sehr cooles Schiff. Besonders viel Damage-Potenzial und auch das werden wir hier in dieser Runde wieder einmal sehen. Und jetzt schau mal, die ersten Schüsse sind raus Richtung Kutuzov. Und da hier jetzt schon einiges am Start ist, bleiben wir natürlich jetzt auch in der Echtzeit. Er ist nicht alleine, sondern er hat hier zwei Mates dabei. Beide in einem Zerstörer, und zwar der Gering und der Shimakaze. Also von dem her ist da auf jeden Fall ein bisschen was am Start. Mit der Zau kann man richtig gut austeilen, aber man darf es natürlich auch nicht übertreiben, weil man da ganz schnell viel Damage bekommen kann. Ja, und da muss man sich einfach selber ein bisschen bremsen. Hat jetzt die gegnerische Yamato im Blick, aber er hält sich noch ein wenig zurück. Und jetzt geht es aber doch dann los. Ja, sehr gut. Gleich zwei Brände angestellt. Und der Brand tickt. Und man sieht, jeder Tick über 1000 Damage. Also das hat schon mal richtig gut gesessen. Das merkt dann die Yamato auch dementsprechend. Und nochmal ein paar. Diesmal ohne Brand in dem Augenblick. Die Yamato, die lässt jetzt nicht so schnell vom Haken. Man sieht schon, er hat bisher kaum geschossen, aber durch diesen Brand jetzt schon bei 35.000 Damage. Brand ist jetzt erstmal nicht mehr aktiv. Da will er natürlich gleich den Nachschlag machen. Besonders so Schlachtschiffe, die sind natürlich immer Zucker. Ah, und hier nochmal jetzt den nächsten Brand. Ah, und nochmal zwei Brände. Also die Yamato brennt lichterloh. Und wir sehen oben der Damage. Den hat er aber diesmal jetzt gelöscht, weil die drei Brandherde, die hat er sich jetzt nicht angetan. Nachvollziehbarerweise. Aber weiterhin bleibt die Yamato das Schiff, dem er sich hier erstmal widmet. Oh, direkt nochmal ein Brand. Jetzt kann die Yamato wieder erstmal nicht mehr löschen. Man muss ja schon fast Mitleid bekommen, dass die Yamato hier so im Target ist. Und nochmal ein Brand. Yay. So farmt man den Damage. Und so furchtbar eine Yamato als Gegner sein kann, so angenehm ist er dann doch ab und an wie hier zu sehen. So, erstmal ist die Yamato nicht mehr zu sehen. Er muss auch aufpassen, dass er hier nicht zu weit vorfährt. Aktuell ist noch alles gut. Wobei seine beiden Mates da schon versenkt worden sind. Also sein Platoon bzw. seine Kameraden, auf die kann er sich nicht mehr verlassen. Zwei Zerstörer auch rausgeschossen zu bekommen, ist natürlich sehr unangenehm.
Aber er macht es hier sehr gut. Er bleibt hier bei seinen Schlachtschiffen. Nicht zu aggressiv. Der C-Cap, der ist eh erstmal aktuell abzuhaken. Den kriegen sie jetzt nicht. Von dem her macht es durchaus Sinn, so wie er es hier spielt. Bleibt auch hier bei HE. Aktuell die absolut richtige Munitionswahl. Die Torpedos, die gehen ihnen mal nichts an. Die galten der Bismarck und die haben sie auch getroffen. Der konnte da zwar noch 3 Flugzeuge zerstören, hat aber leider nicht gereicht. Torpedos auf Steuerbord. Aber die Hindenburg, die trifft da auch ganz ordentlich. Torpedos auf Steuerbord. Den Brand hat allerdings die Hindenburg sofort gelöscht. Also das ging ganz, ganz, ganz zackig. Aber dafür hat er jetzt nochmal 2 Brände machen können. Und die kann der Kamerad erstmal nicht mehr löschen. Also mit den Bränden funktioniert es sehr gut. Die Hindenburg wird wahrscheinlich so schnell nicht nochmal nur wegen einem Brand das nächste Mal löschen. Und nochmal ein Brand. Ja, wenn es einmal läuft, dann läuft's. Das macht mit der Zau schon unfassbar Spaß, diese HE-Granaten. Man sieht ja, das war jetzt in Summe schon der 11. Brandherd. Ich korrigiere, der 12. Er kratzt jetzt schon an den 140.000 Schaden. Hat es auch direkt übersprungen. Also die Runde läuft nach Maß. 3 Schiffe haben beide Teams schon weniger. Sein Team hat den A-Cap. Ist jetzt an B und C dran aktuell. Aber C ist auf jeden Fall gleich wieder weg. Denn sein Zerstörer wird ihn nicht durchbekommen. Besonders da der Gegner jetzt auch gerade in den Cap fährt. Oh ja, da hat es die Hindenburg dahin gerafft. Und damit ist auch wieder der C-Cap fast frei. Noch ein Schiff befindet sich darin. Die Torpedos sind Gott sei Dank noch an ihm vorbeigegangen. Die hätten doch in der Tat wehtun können. Ja, jetzt hat die North Carolina da auch knapp 8000 Damage plus den Brand bekommen. Also er findet die Schlachtschiffe hier und zündet sie reihenweise an. Jetzt auch hier die Montana. Das Gefecht selber ist noch absolut offen für beide Seiten. Jeweils 4 Schiffe verloren. Sein Team ein bisschen mehr Tickets und auch 2 Caps. Aber sonst ist hier noch gar nichts entschieden.
Die Montana, die hat jetzt ein paar Probleme mit dem Flugzeugträger. Das ist natürlich seine Chance, da jetzt weiterhin drauf zu gehen, weil der Fokus liegt nicht auf ihm. Auf jeden Fall hat er aber da gerade einen Brand bekommen. Hat ihm jetzt auch das schnell gelöscht und jetzt ist die Montana aber schon weg. Daher ein potenzieller Gefahrenherd weniger. Aber so langsam, aber sicher dreht sich da doch jetzt die Runde. Sein Team mit nur noch 5 Schiffen am Start. Beim Gegnerteam sind es noch 7 an der Zahl. Also das ist dann schon langsam, aber sicher ein Unterschied, den man merkt. Aber er bleibt weiter im Ball, schon bei 230.000 Schaden und seinem 17. Brand. Da lässt er sich auf jeden Fall mal nicht unterkriegen. Nochmal 6.000. Und einfach immer wieder sensationell zu sehen, wie auf der Zau, wie gut die HE-Munition funktioniert. Schon die 250.000 Damage. Klingt Wahnsinn. 250.000. Und nochmal ein Brandherd und die Torpedos von der Yugumo, die machen es dann final. Aber er lässt gar nicht locker. Direkt das nächste Schlachtschiff wird hier angeschossen und auch da direkt 2 Brände verursacht. Damit 270.000 Schaden. Auf dem besten Weg Richtung 300.000. Und nochmal ein Brandherd, damit 3 Brandherde. Die wird jetzt wahrscheinlich die Carolina weglöschen, aber nein, doch, da sind sie gelöscht. Bei 276.000 stoppt der Counter erstmal. Und die Lexington, da geht sie auf. Die Lexington, die wird jetzt natürlich sofort beschossen, aber weiter geht das Sterben seines Teams voran. Nur noch 4 Schiffe gegen 6 und der Gegner ist auch noch am A-Cup drin. Jetzt weiß er schon fast nicht mehr, auf wen er da gehen soll. Flugzeugträger oder North Carolina, er denkt sich, ach, mache ich einfach beides, kein Problem. Aber die Lexington, die sollte er noch wegmachen. Mit 8.800 Hitpoints bietet sich die an und wahrscheinlich auch sein dann wieder nächstes Ziel. Er will einfach nur die Brandherde verteilen, das ist, glaube ich, gerade sein Hauptaugenmerk. Mittlerweile aber eben das gegnerische Team 3 Caps für sich verbuchen. So, ich hätte jetzt die letzte Salve noch Richtung Lexington gesetzt. Aber egal, nochmal ein Brand. Läuft bei ihm. Jetzt geht es hier zu, Lexington nicht mehr zu sehen. North Carolina wird jetzt wohl versenkt werden. So, jetzt hat er die Lexington bekommen und North Carolina, denke ich mal, wird da durch den Torpedo zerstört. Genauso ist es, da hat die Yugumo die Carolina wegmachen können. 324.000 Damage. An sich läuft's gut, aber, und das wird der große Kasus Knaxus in der Runde sein, der Gegner hat alle Caps.
Selbst mit viel Glück können sie jetzt noch schnell den C-Cap da einnehmen. Aber bis die bei B, geschweige denn bei A sind, da vergeht einige Zeit. Und man muss sagen, seine Baltimore, die ist da nicht so wirklich aktiv, dass die da hier schnell mal für einen Cap gehen kann. So, den Torpedo sollte dodgen, ja, passiert auch. Den hat er früh genug gesehen, hat also dementsprechend eine Gegenmaßnahme ergreifen können. Shimakaze jetzt mit 6,2 Kilometer sehr, sehr nah. Und auch die Minotaur noch. Also, und die sind beide auch noch rappelvoll. So, die Yokomo wurde jetzt leider zerstört von der Shima. Natürlich ballert er drauf. Die Shima wackelt da ein bisschen jetzt mit dem Heck. Und smoked auch. Drei Schiffe gegen vier. Wie gesagt, aktuell die Schiffsanzahl ist gar nicht das große Problem. Das Problem sind in der Tat die Caps. Und da werden sie jetzt auch so schnell nicht gegenarbeiten können. 180 Tickets Unterschied. Das ist schon Haufen Holz. Also das sieht in der Tat nicht gut aus. Leider hier ja bei der Zao kein Radar oder sowas vorhanden, um die Shima jetzt wieder zu spotten. Dementsprechend bleibt ihnen auch jetzt nichts anderes über, als erstmal passiv zu bleiben. Da ist die Shima wieder offen, aber die Frage ist natürlich, genau, wann kommen die Torps? Und da sind sie auch schon. Die Schüsse gingen leider ins Wasser. Kann er die Shima noch ein bisschen jetzt nerven, aber Problem ist, jetzt muss er so eindrehen, dass er seitlich komplett selber beschossen werden kann. Und wir sehen es nur noch, 120 Tickets Unterschied und 30 Sekunden. Langsam geht ihm einfach da die Zeit massiv aus. Aber trotzdem, sehr beachtlicher Damage mit 300, fast 34.000. Vielleicht kann er die Shima noch mitnehmen. Aber ich glaube, dann ist das Thema gleich beendet, denn die Tickets, selbst wenn er jetzt hier noch den Kill macht, aber sind dazu massiv mit 200 Unterschied. Ja, da kommen die nächsten Torps an. Das schaut auch sehr schlecht aus. Damit will ich mich schon mal verabschieden und sagen, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dieser Ausgabe Let's Play World of Warships. Bis zum nächsten Mal. Euer Aikaramba.